Der Speaker aber bringt eine große Portion Hoffnung mit und glaubt wirklich, dass dieses Jahrzehnt ein Jahrzehnt des Aufbruches werden könnte, wo vielleicht die Lehre mit der Forschung langsam aufschließt und zumindest nahe an die Gewichtung rankommt. Er sieht ein paar Zeichen dafür. Die STIHL hatten wir ja gerade auf der Bühne als eine Einrichtung, die wirklich jetzt nochmal viel Fördermittel einbringt, um das Ziel zu verfolgen. Auch steigt der Bund ein in die dauerhafte Hochschulfinanzierung. Also es könnte ein spannendes Jahrzehnt werden. Welche Anzeichen es sonst noch dafür gibt, hören wir direkt von ihm selber. Dr. Jan-Martin Viada ist freier Journalist und Blogger für die Themen Bildung und Wissenschaft, war lange beim Helmholtz-Institut, war lange bei der Zeit, hat jetzt seinen eigenen Blog mit einer Leserschaft, die, glaube ich, dass manch ein oder andere Printmagazin, aber auch das eine oder andere Online-Magazin staunen lassen würde, würde ich sagen. Letzten Monat 134.000 Leser als Blogger. Respekt, würde ich sagen. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ja, hallo, ganz herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Dann gehört die Bühne Ihnen und wir sehen uns gleich wieder im Anschluss für die Q&A. Wenn Sie Fragen haben, dann jetzt schon in den Chat schreiben, dann kommen wir am Schluss darauf zu sprechen. Viel Spaß. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, bin ich so optimistisch, bin ich so hoffnungsvoll? Ich würde sagen, ich bin programmatisch optimistisch. Und warum das so ist, warum ich glaube, dass vielleicht die 20er Jahre das Jahrzehnt der Hochschullehre werden können, das möchte ich jetzt im Folgenden erzählen. Und hier ist auch gleich der Klicker, dann kann ich gleich loslegen. Ja, ich will heute über Hochschullehre sprechen. Als Bildungs- und Wissenschaftsjournalist aus einem aktuellen Anlass heraus. Aber ich fange an mit der Vergangenheit. Die Hochschullehre und ich. Los ging's Ende der 90er Jahre, als ich in München mit meinem Lehramtsstudium begann. Das ist ungefähr aus der Zeit das Bild. Ich gebe zu, da hatte ich sogar noch Haare zu der Zeit. Ich spare Ihnen jetzt Einzelheiten, nur so viel. Die Hochschullehre in meinen ersten Semestern oder meinem ersten Semester war so mitreißend, dass ich gleich wieder aufgehört habe mit dem Studieren. Offiziell, weil ich bei einem Unistreik mitgemacht habe. In Wirklichkeit, weil mich zum Beispiel die Latein-Stilübungen morgens um 8 abgeschreckt haben. Und die Linguistik-Vorlesung mit 300 Leuten im Hörsaal so furchtbar weit weg mir vorkam von dem, was ich eigentlich gedachte zu lernen, weil ich Lehrer werden wollte und dachte, Mensch, ich komme da hin und da geht es um ganz andere Dinge. Später dann ging es ins Journalistikstudium, ebenfalls in München, und da war es etwas handfester schon. Ich fühlte mich wohler, aber so richtig begeistert vom Studium in Deutschland an deutschen Universitäten war ich immer noch nicht. Dafür war es zu theoretisch für mich, zu formelhaft. Die Studierenden, ich auch, zu wenig engagiert und die Professoren meist sehr distanziert. Immerhin, ich wusste zu der Zeit schon, dass ich Bildungsjournalist werden wollte und sammelte schon erste Erfahrungen als freier Mitarbeiter bei der Süddeutschen, bei der Zeit. Ja, und dann kamen die USA, dann hatte ich unglaubliches Glück. Ich bekam ein Fulbright-Stipendium und ging zum Studium nach Chapel Hill in North Carolina. Und da erfuhr ich, wie Studium auch sein kann, wie es meines Erachtens sein sollte, als Lebensinhalt einer jungen Generation, als Lebensmittelpunkt für ein paar Jahre, als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, mit Professoren, die uns Studierende forderten und die gleichzeitig für uns da waren, wenn wir sie brauchten, fachlich, aber auch persönlich, die sich also auch selber echt gefordert haben, manchmal bis zum Äußersten. Das hat mich geprägt. Ist das ein unfairer Vergleich? USA, Deutschland? Mag sein, aber warum eigentlich? Ich war dort nicht an einer privaten Elite-Uni wie Harvard oder so, sondern ich war an einer öffentlichen Hochschule. Wie auch immer, ich kam zurück nach Deutschland und ich wusste, die Hochschullehre wird meine Arbeit als Wissenschaftsjournalist, als Bildungsjournalist bestimmen, es wird ein zentrales Thema werden. Und wie passend, die Bologna-Reform nahm Fahrt auf, die große Studienreform, mit der sich so viele Hoffnungen und so viele Vorbehalte verbanden. Ich glaubte fest, Bologna kann Deutschland die Wende bringen hin zu einem Studium, das stärker von den Studierenden
und von dem gedacht wird, was die Studierenden brauchen. Es ist jetzt hier nicht die Zeit für eine Bilanz der Reform, nur so viel. Manches ist natürlich tatsächlich besser geworden durch Bologna, aber an vielen Stellen steht auf den Studiengängen zwar heute Bachelor und Master drauf, aber viele der alten Strukturen darunter sind geblieben. Hochschulkultur ändert sich nicht einfach so. Weitere Stichworte der Nullerjahre waren zum Beispiel die Einführung von Studiengebühren. Das war auch ein Teil meiner Berichterstattung. Die Expansion der Studierendenzahlen und der Start in den Hochschulpakt. Wieder sah ich eine Chance und dachte, ja, Studiengebühren, das könnte doch sozial gerecht zugehen. Und dann ist mehr Geld für die Lehre da. Und die Studierenden spielen eine größere Rolle und werden wertgeschätzt. Das Problem war nur, ich habe mich auch verschätzt an der Stelle. Ich glaube zwar immer noch, dass Studiengebühren fair sein können und funktionieren können und wirklich helfen können, aber nicht so, wie Deutschland sie in den Nullerjahren gemacht hat. Insofern gut, dass sie wieder abgeschafft wurden. Was blieb? Die Unterfinanzierung der Lehre, die auch Milliarden aus dem Hochschulpakt nicht ändern konnten, weil parallel die Studierendenzahlen innerhalb weniger Jahre von knapp 2 auf knapp 3 Millionen stiegen. Und die Unterfinanzierung der Lehre wurde noch schmerzlicher, weil parallel über den Pakt für Forschung und Innovation die Forschung immer großzügiger finanziert wurde. Also Forschung hui, Lehre. Und das zeigen eben dann auch neueste Zahlen der OECD, die belegen, dass es weiter abwärts geht pro Kopf für die Lehre. Obwohl insgesamt die Hochschulausgaben gestiegen sind, für die Lehre gehen sie in Deutschland im OECD-Vergleich zurück. Deutschland fällt zurück im OECD-Vergleich. So vergingen die Jahre. Meine Begeisterung, das sehen wir hier übrigens nochmal, also pro Studierendenausgaben 2008 an Hochschulen $15.390, 2018 $19.324, das ist pro Kopf deutsche Studierende, aber man sieht, was passiert. Mehr Geld davon wird für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Und wenn man sich anschaut, was bleibt übrig für die Hochschullehre, dann ist Deutschland unter den OECD-Schnitt gerutscht. Das vielleicht nochmal zur Veranschaulichung. Ja, so vergingen die Jahre. Meine Begeisterung für Hochschullehre ist immer noch die gleiche, für gute Hochschullehre sollte ich sagen. Meine Überzeugung lässt sich in der folgenden These zusammenfassen. Gute, hochwertige Lehre ist keine Frage von Nettigkeit und kein Luxus. Sie ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit und des gerechten Zugangs zu Bildung. Vor allem aber, und das wird oft unterschätzt und vergessen, ist sie die Voraussetzung für gute und hochwertige Hochschulen in Lehre und in Forschung und damit für die Innovationsfähigkeit unseres Landes. Exzellente Hochschulen haben ein enormes Eigeninteresse daran, eine exzellente Lehre zu haben, weil sie die Grundlage ist für exzellente Forschung. Doch so sehr meine Überzeugung blieb, meine Hoffnungen auf eine Veränderung wurden immer bescheidener. Bis jetzt. Denn jetzt halte ich es tatsächlich für möglich, dass sich etwas Substanzielles ändern könnte. Warum? Mehrere Gründe. Erstens die Corona-Krise und der Aufbruch in der Lehre. Hörsäle waren leer, aber irgendwas ist ja trotzdem passiert. Es hat sich was getan in der Digitalisierung der Lehre. Das war ein Aufbruch, auch wenn es erst einmal vor allem ein technischer Aufbruch war. Und wir doch sehen, dass an vielen Stellen der didaktisch-inhaltliche Aufbruch noch ein bisschen auf sich warten lässt. Darüber wird es ja auch, ich denke, in den nächsten Tagen sehr stark gehen. Das war das Erste, also die Corona-Krise und zumindest so eine Art Aufbruch oder Aufbruchsstimmung in der Lehre, zumindest Digitalisierung. Das Zweite, die Entstehung oder die Einrichtung der Stiftung für Innovationen in der Hochschullehre. Wir sind die Neuen, schreibt die Stiftung selbst auf der Website. Das stimmt. Die Stiftung muss jetzt auch erst einmal sich den Ruf, die Reputation verdienen. Sie muss zeigen, und wir haben da eben schon ein bisschen was gehört, dass sie wirklich etwas verändern kann, verändern will. Das ist, glaube ich, das ist klar, dass sie was verändern will. Soweit haben wir es, glaube ich, schon gemerkt. Und vieles wird anders gemacht, wenn wir uns die Ausschreibungen anschauen, als es in der Vergangenheit war. Das stimmt mich erstmal positiv, auch die Reaktionen aus der Community. Das nächste Thema, ich habe hier mal die Präambel
des Zukunftsvertrags für Studium und Lehre stärken hingeschrieben. Einfach mal nochmal abgebildet, um zu zeigen, ist eigentlich ein relativ langweiliger Beschluss, wenn man das so sieht, aber da steckt etwas drin, dessen Bedeutung man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Es ist der Einstieg des Bundes in die dauerhafte Hochschulfinanzierung, in die Grundfinanzierung. Haben wir viele Jahre lang darüber diskutiert. Der Bund steigt über den Zukunftsvertrag dauerhaft in die Grundfinanzierung ein, mit allen Wenn und Abers, die das so hat. Aber das ist erst einmal etwas, was mich optimistisch stimmt. Ja, und was stimmt mich noch optimistisch? Die Dame hier. Die Ich bin Hanna-Debatte und der Druck zu mehr Dauerbeschäftigung, der da ist, den wir spüren, auch an den Reaktionen aus den Hochschulen auf die Debatte. Es ist ja erstaunlich, wer sich jetzt alles aus den Hochschulen zu Wort meldet, auch aus Rektoraten zu Wort meldet und sagt, ja, wir sehen ja, dass die Debatte berechtigt ist. Wir haben große Sympathien für die Debatte. Wir wissen nur nicht so richtig, was wir tun sollen. Das ist der nächste Schritt, zu wissen, was man dann tun will. Zweite These, die ich deshalb habe, wir könnten in den deutschen Hochschulen vor einem echten Kulturwandel stehen. Da Kulturwandel sich aber nicht planen und verordnen lassen, sind mit den Entwicklungen der vergangenen Jahre, die ich gerade beschrieben habe, nur die notwendigen Bedingungen geschaffen worden. Und das ist genau der Punkt. Der wirkliche Kulturwandel, der bestünde darin, dass die Lehre abgesehen von Sonntagsreden tatsächlich hochschulpolitisch und innerwissenschaftlich gleichberechtigt wird. Oder gleichberechtigter, sollte ich sagen, ist noch längst nicht gleichberechtigt, und neben die Forschung dann tritt, gleichberechtigt. Da Kulturwandel sich aber eben nicht planen lässt, müssen wir jetzt an den hinreichenden Bedingungen arbeiten. Tja, und da bin ich dann erst einmal bei aller Hoffnung skeptisch, dass sich tatsächlich etwas Substanzielles an den hinreichenden Bedingungen ändert. Warum? Weil sich gute Lehre für die Lehrenden kaum bezahlt macht bislang. Nein, Bildung ist keine Ware und soll auch keine sein. Trotzdem sage ich ganz bewusst dieses Wort bezahlt macht. Denn wir Menschen funktionieren auch über Anreize und Belohnungen. Und die sind auf die Forschung ausgerichtet an den Hochschulen. Über Drittmittel, ganz materiell wieder, auch ganz finanziell. Über Publikationen und Zitationen, immateriell. Das heißt, je mehr ich publiziere, je mehr ich zitiert werde, desto besser für meine Karriere. Und aus diesem Immateriellen kommen natürlich dann wieder materielle Gewinne, zum Beispiel über Drittmittel. Denn wissenschaftliche Reputation erzeugt Drittmittel, die wiederum wissenschaftliche Reputation stärken. Und so entsteht ein Kreislauf. So werden Karrieren gemacht, schon von früh an, weil schon Doktoranden wissen, worauf sie sich zu konzentrieren haben. Das Problem betrifft übrigens nicht nur die Lehre, sondern zum Beispiel auch den Transfer in die Gesellschaft hinein, auch ein Thema, über das wir viel diskutieren zurzeit, und die Wissenschaftskommunikation. Sollte eigentlich genau andersrum sein, ist jetzt egal. Am Ende sollte das Ausrufezeichen stehen. Auf jeden Fall sollte jetzt die dritte These kommen. Solange sich die Reputationssysteme in der Wissenschaft nicht ändern, sind die hinreichenden Bedingungen für den Kulturwandel hin zu einer gleichberechtigteren Lehre nicht erfüllt. Also Reputationssysteme. Eben habe ich gesagt, dass sich ein Kulturwandel nicht planen lässt, weil die hinreichenden Bedingungen dafür mit der Wahrnehmung der Menschen zu tun haben. Und die lässt sich nicht verordnen, nicht steuern. Oder vielleicht lässt sie sich doch verordnen, lässt sich Reputation, Wahrnehmung von Menschen, die Reputation erzeugen, lässt sich das irgendwie steuern? Das ist die alles entscheidende Frage. Ob sich Reputationssysteme quasi von oben beeinflussen lassen. Dagegen spricht das Stichwort Drittmittel- und Publikationspraxis, Reputationssysteme weltweit sehr ähnlich funktionieren. Dafür spricht, dass die Lehre bedeutsamer ist, zum Beispiel, oder dass andere Länder es geschafft haben, zum Beispiel die USA, ich habe darüber gesprochen, dass sie es geschafft haben, die Lehre bedeutsamer zu machen in und für wissenschaftliche Karrieren. Das ist in Großbritannien ganz ähnlich. Allerdings sind es beides Studiengebührenländer. Was lässt sich daraus lernen? Ich würde sagen, und das wird sicherlich nicht jeder teilen wollen, vielleicht sollten wir doch noch einmal eine Debatte über Studiengebühren führen. Allerdings über Studiengebühren, wie sie gut gemacht werden. Und damit meine ich nach
gelagerte Studiengebühren, also Studiengebühren, die erst dann anfallen, wenn ich nach dem Studium einen bestimmten Einkommenslevel überschritten habe und nur dann anfallen, wenn ich das tue. Dieser Einkommenslevel muss ordentlich hoch sein. Wenn er so hoch ist, habe ich kein Problem, einen bestimmten Prozentsatz meines Einkommens für eine bestimmte Zeit als nachgelagerte Studiengebühren zu bezahlen. Und wenn das nicht so ist, zahle ich ja nie was. Allerdings würde das voraussetzen, und daran wird es vermutlich scheitern, erst einmal, dass der Staat ordentlich in ein solches System investieren müsste, Stichwort Zinsen, Stichwort Ausfälle, weil mich dann längst nicht alle zahlen werden, Studiengebühren. Und darum glaube ich leider, dass die Debatte nicht so realistisch ist, zumal das Thema auch aus Sicht vieler Wissenschaftspolitiker doch ziemlich verbrannt ist. Und weil das politisch eher unrealistisch ist, bleiben zwei Alternativen. Verstärkt Drittmittel für die Lehre vergeben, ähnlich wie in der Forschung. Mit der Stiftung ist dafür ein Anfang getan. Aber das geht nur, wenn es parallel mehr Dauerstellen gibt für die Lehre. Die Drittmittel, also vor allem für die Ausstattung, für Fortbildung, für die Vernetzung und für Doktoranden gedacht sind, nicht für Postdocs. Denn Postdocs, darüber geht die Debatte, aber ich bin Hanna, müssen auch zunehmend, und darüber können wir diskutieren, wie genau, dauerhafte Perspektiven haben. Hier könnte dann auf institutioneller Ebene auch noch ein Digitalpakt Hochschule helfen, zusätzlich, was die Drittmittel angeht, der immer auch noch nötig wäre. Übrigens nicht nur Drittmittel, sondern auch der Digitalpakt Hochschule müsste dann meines Erachtens verstetigt werden, damit eben auch die Digitalisierung der Hochschulen als Daueraufgabe anerkannt wird. Es geht darum, ein System zu entwickeln und entwickeln, das ist die zweite Alternative zu Studiengebühren, die eher unrealistisch sind, dass die Wertigkeit guter Lehre öffentlich zum Ausdruck bringt, ähnlich dem Publikationssystem wie in der Forschung. Aber wie macht man das? Ich antworte mal erstmal mit meiner vierten These. Die Reputationssysteme in der Wissenschaft ändern sich zugunsten der Lehre nur über zusätzliche Drittmittelströme in Richtung Lehre, ohne dass dies auf Kosten der Grundfinanzierung gehen darf, und über die Etablierung einer Analogie zum Publikationssystem für Lehre. Und da gibt es dann eben besonders happige Herausforderungen. Ob Drittmittelvergabe oder andere Formen der Reputationsverteilung, sie alle haben eine gemeinsame Grundlage. Es muss eine Art objektiviertes Verständnis dessen geben, was gute Lehre eigentlich ausmacht. Wenn ich Drittmittel für gute Lehre verteilen möchte, muss ich irgendwie wissen, was ist denn jetzt eigentlich gute Lehre. Nur wenn man sie erkennt, kann man sie auch anerkennen. Ich bin jetzt kein Experte für Evaluation oder Qualitätssicherung, auch nicht für Begutachtungen. Aber ich habe schon viele Diskussionsrunden zum Thema gute Lehre erlebt und organisiert und moderiert. Und die endeten immer wieder mit der einen und selben Erkenntnis. Eine übergreifende Definition, was gute Lehre ausmacht, gibt es nicht, noch nicht. Man erkennt sie, man erspürt sie, wenn man sie sieht. Das schon. Irgendwie weiß man, das ist gut. Aber die qualitativen Kriterien lassen sich kaum wirklich bislang übergreifend hart bekommen. Was übrigens noch ein wichtiger Punkt ist, die quantitativen Kriterien guter Lehre lassen sich sehr wohl bestimmen. Und hier reden wir von Betreuungsrelationen, solchen Dingen, auch Pro-Kopf-Finanzierung, damit haben wir angefangen von Hochschulen, der Hochschullehre. Das sind schon quantitative Kriterien, die einen Unterschied machen. Aber diese werden natürlich auf System- und auf Institutionenebene gemacht, auf politischer Ebene, und sagen dann nicht so viel aus über das Engagement für gute Lehre einzelner Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Und schon die quantitativen Kriterien werden, ich verweise nochmal auf den OECD-Vergleich, oft nicht erfüllt. Aber bei Ihnen geht es dann eben auch nicht um den persönlichen Reputationsgewinn Einzelner, der Wissenschaftskarrieren macht. Für diesen Reputationsgewinn, um den es geht, braucht es quantitative Kriterien. Und genau in dieser Erkenntnis kann man sich nicht vorbeischummeln. Also meine fünfte These: ohne die Definition, das gemeinsame Herausarbeiten qualitativer Kriterien für gute Lehre auf der individuellen Ebene, wird sich die beschriebene Veränderung des Reputationssystems nicht erreichen lassen. Tja, und wer führt und steuert jetzt den notwendigen Diskurs dazu? Da bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich keine Antworten mehr habe, sondern nur noch Fragen. Wie weit ist denn die Debatte, um die es mir geht, tatsächlich schon gediehen? Wo führen wir sie breiter, die Qualität, die Diskussion über Kriterien
guter, hochwertiger Hochschullehre, qualitativer Kriterien? Wo führen wir sie offener und unter Beteiligung von Wissenschaft und Hochschulpolitik? Wer sind überhaupt die Akteure in dieser Debatte? Evaluationsagenturen? Der Akkreditierungsrat? Hochschuldidaktiker? BildungswissenschaftlerInnen? Die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre? Die Wissenschaftsministerien? Die einzelnen Hochschullehrenden? Vor allem, warum erscheint es denn so, dass die wissenschaftlichen Fachgesellschaften, oder das sieht so aus, als ob die wissenschaftlichen Fachgesellschaften diese Debatte viel zu wenig führen? Und wie ändern wir das? Oder sind wir hier beim Henne-Ei-Problem angekommen? Weil die Reputationssysteme so sind, wie sie sind, auf Forschung ausgerichtet, wollen die Fachgesellschaften und Professorenverbände keine andere Diskussion, Debatte führen. Die Hoffnung hinter der neuen Stiftung war und ist sicherlich, die Debatte über das Fließen von Drittmitteln zu beleben. Aber reichen dann die Größenverhältnisse? 150 Millionen für die Stiftung versus 3 Milliarden und mehr für die Deutsche Forschungsgemeinschaft? Man kann natürlich auch umgekehrt fragen, solange es die qualitativen Kriterien für gute Hochschullehre nicht gibt, könnte das System, so wie es ist, überhaupt mehr als diese 150 Millionen verarbeiten? Fest steht, und das ist meine sechste These, wir brauchen den Diskurs über die Identifikationsmerkmale guter Lehre jetzt und dafür muss jemand die Diskursverantwortung übernehmen. Womit ich bei den Schlussfolgerungen bin, flächendeckend gute und punktuell immer wieder herausragende Lehre ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit und der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftssystems. Voraussetzung dafür ist ein echter Kulturwandel an den Hochschulen, der unter dem Eindruck der Corona-Krise und weiteren Voraussetzungen, die ich genannt habe, möglich erscheint, vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit. Für diesen Kulturwandel müssen aber nicht nur die notwendigen Bedingungen erfüllt sein, wie genug Grundfinanzierung und politische Aufmerksamkeit, sondern vor allem auch die hinreichenden Bedingungen einer Veränderung der Reputationssysteme in der Wissenschaft und eng damit verbunden der Finanz- und Drittmittelströme. Beides erfordert aber zunächst ein gemeinsames Verständnis darüber, was gute Lehre ausmacht, wie man sie erkennt, und das muss herausgearbeitet werden über einen Diskurs, den wir jetzt führen müssen. Am schlimmsten wäre es, wenn das Gelegenheitsfenster sich wieder schlösse, bevor der Diskurs weiter an Fahrt aufgenommen hat. Und die Gefahr besteht. Zum Beispiel ist die Sehnsucht nach dem Status quo ante in der Präsenzhochschule spürbar groß. Außerdem drohen heftige Einsparungen der Hochschul- und Wissenschaftsetats der Länder. Wir sehen das schon, auch zum Teil auf Bundesebene. Und die Ich-bin-Hanna-Debatte ist jetzt gerade natürlich letzte Woche durch den angekündigten Rücktritt der Präsidentin der Humboldt-Universität noch mal richtig nach oben gekommen. Aber es könnte auch sein, dass sie nach der Regierungsbildung an Aufmerksamkeit verliert. Aber ich kann und will das nicht glauben. Wir sind so weit gekommen. Die Hochschullehre in der Corona-Zeit, die neue Stiftung, der Zukunftsvertrag. Ich bin Hanna. So viel Gelegenheit war, nee, wir dürfen sie uns nur nicht kleinreden lassen oder selber klein denken. Denn wenn nicht die 20er Jahre das Jahrzehnt der Hochschullehre werden, werden es die 30er Jahre erst recht nicht. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Viada. Wir schauen mal. Ich habe versucht, im Chat mir einen Überblick zu verschaffen, aber es wurde so leidenschaftlich diskutiert, dass ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht ganz folgen konnte. Daher werden wir das jetzt einfach live machen. Ja. Und während ich Ihnen einen Überblick gebe, schreiben Sie gern schon noch ein paar Fragen rein, ganz unten, die ich dann direkt hier weiterleiten kann. Also was wirklich viel diskutiert wurde, war das Verhältnis von Lehre zu Forschung. Ja, ob gute Forschende gute Lehrer sind oder Lehrende, wie man das evaluieren kann, da vielleicht auch ein bisschen strikter evaluieren kann, wenn, ich hoffe, ich paraphrasiere es richtig. Und dann eben auch, lass mich noch mal schnell schauen, dass oft halt einfach auch die Lehre, also gute Lehre dann entsteht, wenn die Lehrenden Wertschätzung für die Studierenden haben, aber nicht zwangsläufig, weil die Hochschulleitung dahinterher ist. Das war so eine kritische Anmerkung. Und Markus schreibt auch, es wurde schon vor Jahren über eine deutsche Lehrgemeinschaft analog zur DFG diskutiert, aber das scheint nicht gewollt zu sein.
Das waren so ein paar Stimmen. Also es war wirklich eine gute Diskussion, die allerdings sehr lange ist, um sie hier jetzt wieder zu geben. Daher scroll ich mal runter zu den Fragen. Wenn viel diskutiert wird. Ganz zum Schluss kommen die Fragen. Genau, hier. Viktoria schreibt, wie lässt sich Lehrqualität nachweisen? Ist das fachkulturell unterschiedlich? Wie gesagt, also ich kann das nur sagen, dass ich diese Frage stelle. Wenn ich jetzt wüsste, wie sie sich nachweisen lässt an allen Stellen, dann hätte ich ja nicht gesagt, dass wir diesen Diskurs führen müssen. Ich glaube schon, dass es fachspezifische Unterschiede gibt. Jetzt bin ich beim Glauben, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es gibt auch so etwas wie einen gemeinsamen Kanon vielleicht dessen, was gute Hochschullehre ausmacht. Aber wie der genau aussieht, wir müssen ja weg von dem Bauchgefühl, diesem von ich glaube, wir müssen zu intersubjektiven Kriterien kommen, die man im Zusammenspiel, im Austausch erarbeiten muss. Ich glaube, den Fachgesellschaften käme da eine große Rolle zu, den Fachdidaktikern kommt da auf jeden Fall eine große Rolle zu. Und ich glaube, wir müssen diesen Diskurs organisieren. Und die Frage, die sich mir wirklich stellt und die ich nicht beantworten kann, wer organisiert denn diesen Diskurs eigentlich? Wer fühlt sich dafür verantwortlich, diesen übergreifenden Diskurs zu organisieren? Ich glaube, da passt die These ganz zu von Markus, der schreibt, provokante These, Doppelpunkt, es ist wie beim Klimawandel, erst wenn der Schmerz hoch genug ist, ändert sich was. Ja, aber ich meine, wie groß soll denn der Schmerz noch werden? Also ich meine, dass wir ein Problem haben mit der Hochschullehre, ist ja nun etwas, was ich erst entdeckt habe, als ich irgendwie an die Hochschule, als ich mit dem Studium angefangen habe, Ende der 90er Jahre, sondern das ist ja nun irgendwie ein Dauerzustand. Und ich finde, der Unterschied ist nur, jetzt haben wir ein Gelegenheitsfenster. Wir lamentieren lange darüber, aber es ist jetzt ein Gelegenheitsfenster. Und keiner kann sich jetzt rausreden und sagen, ja, war immer so und alles immer schlimm gewesen. Ja, ist so. Aber wir können jetzt was ändern. Aber nur, wenn wir zusammen diesen Diskurs führen und wenn Leute Verantwortung übernehmen und nicht einfach sagen, na ja, das sind jetzt die Hochschulleitungen oder das ist die Politik. Natürlich sind die das alle. Aber wir müssen alle gucken, wie wir jetzt aktiv diesen Diskurs führen und voranbringen können. Hans-Martin merkt an, dass die Leidensfähigkeit sehr unbegrenzt zu sein scheint, also dass man da im besten Fall nicht drauf setzt. Ich glaube nur, dass das nichts bringt. Ja. Ich glaube nur, ich hätte auch meinen Vortrag heute genau andersrum halten können. Ich glaube nur, es bringt nichts. Eduard Müller schreibt, die Mittelsammlung der Unis wurde kritisch, jetzt hüpft der Chat gerade, da muss ich wieder hinterher scrollen, wurde kritisch angesprochen. Wie beurteilt Herr Viada die bisherige Verwendung der Mittel aus dem Bund-Länder-Programm für KI in der Hochschulbildung? Also ich finde, dass die Mittelverteilung, das KI-Bund-Länder-Programm ist, glaube ich, jetzt, ich will da jetzt keinen irgendwie zu nahe treten, aber noch relativ gesehen ein kleines Problem. Ich glaube, wir sollten über Dinge reden wie den Zukunftsvertrag. Wir sollten darüber reden, wie wir einen Digitalpakt für die Hochschulen bekommen. Die Verwendung des KI-Programms. Ich würde auch da an der Stelle sagen, ich bin kein Fachmann. Ich bin nicht derjenige, der sagt, an der Stelle ist das Geld für KI richtig aufgehoben oder dort für KI-Lehre. Darum geht es mir nicht. Diesen Diskurs müssen andere führen. Ich finde gut, dass an der Stelle es ein Mittel für die KI-Hochschullehre gibt. Allerdings ist das Programm, und das habe ich kritisiert, im Verhältnis zu dem, was in die KI-Forschung reingeht, minimal. Aber ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, die Entscheidungen sind im Einzelnen gut oder schlecht. Das ist nicht meine Aufgabe. Nur, dass es eben genug Geld geben muss im Verhältnis zur Forschung, das ist meine Aufgabe herauszustellen. Eine Frage mit einem anderen Fokus. Jens Hoffmann fragt, wie passen denn jetzt das Hochschulforum Digitalisierung und die Stiftung für Innovation in Zukunft zusammen? Wie die zusammenpassen? Die Frage finde ich jetzt auch schwer zu beantworten. Ich kann nur hoffen, dass sowohl die einen als auch die anderen, und ich sehe vor allem bei der Stiftung eine hohe Verantwortung dazu, einen Teil dieser Akteursverantwortung zu übernehmen, diese Debatte, die ich angesprochen habe, zu führen und voranzubringen. Das kann die Stiftung nicht alleine. Aber ich glaube, es müssen eben einige Akteure bereit sein, auch ein bisschen vielleicht über die Rolle, die sie bisher haben, hinauszugehen und zu sagen, wir wollen wirklich pushen an der Stelle. Wir wollen wirklich an den Kriterien gemeinsam arbeiten. Es muss jemand die Diskursverantwortung übernehmen. Letzte Frage. Tabea fragt, die Facts bezüglich des Gelegenheitsfensters gefolgt auf Ihre These 6 waren geballt und schnell. Könnten Sie als Stichworte gegebenenfalls nochmal diese wiederholen? Die These 6, muss ich selber nochmal gucken, welche jetzt die These 6 ist, weil ich gar nicht die Reihenfolge weiß. Oder wir gucken einfach nochmal kurz hier, kann ich das auf den Slides nochmal sehen?
Ich glaube, die Regie macht es möglich. Ansonsten, liebe Tabia, schreiben Sie gerne noch mal kurz rein, was Sie meinen. Weil ich jetzt selber wissen müsste, welches die These 6 tatsächlich war. Ich kann aber noch mal was grundsätzlich zu dem Gelegenheitsfenster sagen. Ich glaube, dieses Gelegenheitsfenster ergibt sich eben daraus, dass wir die Corona-Krise hatten, dass jetzt über Lehre diskutiert wird, über die Digitalisierung der Lehre, auch über die didaktischen Probleme, die sich zeigen, dass wir diskutieren darüber, dass wir eine dauerhafte Bundesfinanzierung haben über den Hochschulpakt. Ah, okay, wir brauchen den Diskurs über die Identifikationsmerkmale guter Lehre jetzt. Das habe ich ja versucht gerade zu sagen. Also es muss jemand Diskursverantwortung übernehmen. Ich habe verschiedene Player aufgezählt. Die Frage ist ganz konkret, wer ist wir? Genau, ich glaube, das war die Frage nach den Playern. Da kann ich jetzt noch mal kurz gucken, welche das alles sind. Also es sind natürlich einerseits die Hochschullehrenden, es ist andererseits die Stiftung, die ich genannt habe. Es ist, ein Blick, da haben wir es. Es sind Evaluationsagenturen, die ich genannt habe, den Akkreditierungsrat, Hochschuldidaktiker, BildungswissenschaftlerInnen, es sind Wissenschaftsministerien, es sind natürlich auch die Hochschulleitungen, die alle tragen eine Verantwortung. Ich glaube halt nur im Augenblick haben wir die Situation, dass sie so ein bisschen aufeinander starren und immer sagen, ja, die anderen sollen jetzt mal vorgehen. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, dass jeder vielleicht von den Genannten für sich sagt, ich möchte diese Diskursverantwortung übernehmen und ich möchte die Debatte an der Stelle aktiv vorantreiben, ohne zu sagen, ich warte jetzt mal auf die anderen. Mhm. Ja, die Zeit ist rum, aber das Thema hat definitiv einen Nerv getroffen, weil im Chat ist wirklich sehr, sehr viel los. Ich würde vorschlagen, dass wir hier visuell auf der Bühne beenden, aber den Chat vielleicht noch 1-2 Minuten laufen lassen, damit die...